Um was geht es beim Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit? Der Klimawandel betrifft die Schweiz stark. Der Klimawandel wird von menschengemachten Treibhausgasen ausgelöst. Diese Treibhausgase entstehen unter anderem, wenn fossile Brennstoffe wie Erdgas und Erdöl verbrannt werden. Diese fossilen Brennstoffe werden zum Beispiel für Strom oder Heizungen genutzt. Sie werden aktuell komplett aus dem Ausland importiert. 2019 wurde die Volksinitiative für ein gesundes Klima, Gletscherinitiative, eingereicht. Diese fordert, dass ab 2050 fossile Brennstoffe komplett verboten werden. Das Parlament hat das Klimagesetz als indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative entworfen. Mit einem indirekten Gegenvorschlag kann das Parlament eine Gesetzesänderung als Alternative zu einer Volksinitiative vorschlagen. Gegen das Klimagesetz wurde das Referendum ergriffen. Deshalb stimmen wir nun darüber ab. Was würde sich ändern? Wird die Vorlage angenommen, wird das Ziel gesetzt, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden muss. Die Vorlage beinhaltet unter anderem Folgendes: Personen, die Öl-, Gas- oder Elektroheizungen besitzen, erhalten eine finanzielle Unterstützung, wenn sie auf klimafreundliche Heizungen wechseln. Der Bund und die Kantone werden verpflichtet, die Bevölkerung und die Umwelt vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Unternehmen erhalten eine finanzielle Unterstützung, um in klimafreundliche Technologien zu investieren. Der Bund kann mit Akteuren der Finanzbranche, wie zum Beispiel Banken oder Pensionskassen, verbindliche Vereinbarungen treffen, um zur Klimaneutralität beizutragen. Die restlichen Treibhausgase werden aus der Atmosphäre entfernt und sicher eingelagert. Die gesamte finanzielle Unterstützung beschränkt sich auf maximal 3,2 Milliarden Franken über 10 Jahre. Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter? Erdgas und Erdöl sind begrenzt. Damit die Energieversorgung langfristig gesichert werden kann, muss auf fossile Brennstoffe verzichtet werden. Wenn die Schweiz keine fossilen Brennstoffe mehr importieren muss, wird ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Ausland gestärkt. Das Gesetz unterstützt die Bevölkerung und die Wirtschaft beim Wechsel auf klimafreundliche Lösungen. Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner? Mit dem neuen Gesetz steigen die jetzt schon hohen Preise für Strom und Energie noch weiter an. Das Gesetz beinhaltet nicht genügend konkrete Maßnahmen, wie der Strom aus fossilen Brennstoffen ersetzt werden soll. Es braucht zu viele neue Stromanlagen, um den Strombedarf mit erneuerbarer Energie zu decken. Das ist unrealistisch und verunstaltet die Schweizer Landschaft. Willst du, dass das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit angenommen wird? Dann stimme ja. Willst du, dass es abgelehnt wird? Dann stimme nein.